Am Willkommen aus München. Wir sind hier bei wunderschönem Sonnenschein vor Silvester und am Vorbereiten zu dem Flug nach L.A., denn ich fliege nach Amerika, um auf der CES in 2017, also Anfang Januar, wieder euch über die neuesten Technikprodukte zu berichten. Und diesmal gibt es ein Video dazu, was nehme ich mit, denn das interessiert wieder ganz viele, wie wir eigentlich alle hier bloggen. Und zwar könnt ihr das hier wunderbar sehen. Ich habe auf den Tisch vieles verteilt und ich kann euch von Anfang an sagen, achtet drauf, wie viele Gummibärchenpackungen ihr seht, denn ihr könnt am Ende des Videos, ich fange auch gleich damit an, so ein cooles Powerbank gewinnen, wenn ihr einfach in die Kommentare reinschreibt, wie viele Packungen es hier gab, und dann schreibe ich euch dann an, wenn ich das nach der CS in 2 Wochen dann entsprechend hier auflöse. Gut, fangen wir an, am besten hier oben in der Ecke. Vielen Dank schon mal an Panasonic, dass sie mich hier sponsern auf der CS 2016, wo ich jetzt hier 17, wo ich jetzt hier die GH4 wieder mitnehme, aber dort wird es eine GH5 geben, die natürlich nicht nur 4K aufnehmen kann, sondern gleich in 6K auch Videos aufnehmen kann, damit man schön croppen kann, also natürlich noch mehr Bildausschnitt hat zum Bearbeiten. Gleich mehr zu Panasonic. Vorher noch, ich brauche eine coole Tasche für mein Nicht-MacBook, das habe ich zurückgegeben, sondern ich habe einen Dell XPS 13 mal wieder dabei mit Thunderbolt 3. Heißt, ich kann auch wunderbar externe Festplatten wie eine 2 TB Seagate LaCie-Festplatte hier benutzen im Porsche-Design, um meine Videos zu speichern in 4K. Ich habe einen Fitness-Tracker dabei, die Fitbit Charge 2. Da kommt das Testvideo dann nach der CS, soweit ich weiß. Ich habe ein schön großes Monopod wahrscheinlich noch dabei, damit ich gute Aufnahmen machen kann, wenn meine Kollegin entsprechend gerade nicht Bock hat, die Kamera zu halten. Dann habe ich noch einen Adapter dabei, damit ich mein XPS 13 mit entsprechend hier einen Netzwerkanschluss noch benutzen kann. Die SD-Kartengeschichte brauche ich jetzt eigentlich nicht mehr, da ich kein MacBook mehr habe. Ich kann noch am Fernseher schön HDMI anschließen, denn das hat das Notebook ja normalerweise auch nicht. Was ich hier dann noch habe, ist dann einen Selfie-Stick. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Name heißt. Der Trend ist, glaube ich, jetzt mittlerweile ganz am Ende. Aber den habe ich auch nur dabei, weil ich euch gleich die LX15 zeige, zu der ich ein Unboxing-Video auch schon hochgeladen habe. Das seht ihr ja schon. Da seht ihr dann, was der Vorteil ist. Genauso habt ihr das Video zum Anker hier auch schon gesehen, zu der Powerstation. Was der Vorteil von dieser ist, ist, dass ich nur noch das Ding hier mitnehmen muss mit einem Kabel hier dran für USA, damit ich mein Notebook aufladen kann, und dann kann ich noch mein Handy aufladen, Tablet aufladen, Kopfhörer aufladen und meine Smartwatch aufladen. Alles mit nur einem Ladegerät für 40 Euro. Ziemlich geil. Spart man sich viele Kabel und viel anderes Zubehör. Dann habe ich hier, wie ihr sehen könnt, noch Kopfhörer dabei. Die Noise Cancellation von Sennheiser Momentum Wireless, natürlich damit ich bei meinem 15-Stunden-Flug hier entsprechend guten Sound habe. Kommen wir auf der anderen Seite von dem Tisch, wo ich dann hier noch mein Mini-Licht dabei habe, das ich per Micro-USB aufladen kann. Ich habe schon viele solche Lichter gehabt, aber das ist das erste, was ich wirklich per USB aufladen kann, und das hält auch so gut eine Stunde. Dann habe ich hier, wie gesagt, meine kleine kompakte Kamera dabei, die 4K aufnehmen kann, die LX15, kostet 700 Euro. Danke nochmal an Panasonic für das Sponsoring. Und was ihr hier sehen könnt, ist, man kann wunderbar sich selber damit filmen, mit einem Selfie-Stick dann sowieso, macht man unten dran, und dann kann man wunderschön 4K-Aufnahmen machen aus der schönen Umgebung in L.A. und San Diego, wo ich auch noch euch ein paar Videos liefern werde, was man da so in 1-2 Tagen machen kann, wenn man einen günstigen Flug gefunden hat, wie zum Beispiel ich den auch gefunden habe. Dann habe ich hier noch für das Smartphone, damit ich das Licht hier dran machen kann, so eine kleine Halterung, und natürlich dann noch ein Ladegerät für meine Doppel-A-Batterien. Wieso brauche ich sowas? Zum einen, weil ich Sennheiser Wireless Mikrofone mittlerweile benutze. Auf der Messe werde ich das dann wunderbar an meine GH4 anschließen können, wenn ich nicht gerade die LX15 benutze, die kann das leider nicht. Aber bei der Warte können wir hier unten oder auf der Seite auch nochmal ein USB-Gerät anschließen. Okay, hier brauche ich dann einen Adapter, damit ich den an Strom anschließen kann in den USA. Aber wie ihr sehen könnt, ich kann dann hier auch nochmal ein Smartphone laden oder ein Technikgerät laden. Und ich nehme zwar meine Samsung Galaxy S7 mit der ich gerade das Video aufnehme, aber ich nehme noch einen Google Pixel mit, weil das die beste Kamera gerade auf dem Markt hat, wenn man kein iPhone besitzt. Und als Referenz, dass Pixel XL natürlich super ist, beziehungsweise ich eine US-SIM-Karte noch da reinhauen werde, weil da der Akku auch noch sehr gut hält und das dann natürlich in den USA auch wunderbar funktioniert. So, also wie ihr sehen könnt, mein Rucksack wird auf jeden Fall voll. Dann habe ich noch natürlich eine Tasche, wo noch ein bisschen Klamotten drin sein werden. Aber wenn ihr jetzt schön mitgezählt habt, wie viele Packungen Gummibärchen hier da waren, vor allem unter dem Notebook habt ihr einige gesehen, dann werdet ihr auf jeden Fall die Chance haben, hier so ein wunderschönes Doppel-
USB-Akku mit 15.600 mAh zu gewinnen. Also kurz kommentieren und nochmal Dankeschön an Panasonic für das Sponsoring auf der CES. Ihr werdet noch ein bisschen von denen hören und wieso die LX15 ziemlich geniales Produkt eigentlich ist. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Mein Name ist Balázs Kál und bis zum nächsten Mal dann schon aus dem Neujahr in den USA und euch einen guten Rutsch.